Die ersten drei Anrufe dieser Schnipsel kamen von einer Person, die wir wohl heftig geärgert haben. Ich bin der Callcenter-Crusher und begrüße euch zu den August-Schnipseln. Alles kurze Anrufe, die nicht lang genug für ein eigenes Video, aber dennoch recht absurd waren. Viel Spaß mit den Anrufen, die natürlich nach dem Intro beginnen. Hallo. Hallo, hörst du mich jetzt? Ja, sage mal, ich habe mal eine Frage an dich. Ich habe eine Frage. Hör mal genau zu. Hör doch einfach mal genau zu. Nee, ich höre dir nicht zu. Willst du eine? Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine Frage an dich. Hörst du mal zu, ja? Schieß los. Genau. Ist es eigentlich für deinen Beruf von Vorteil, wenn man zerebral entkernt ist, wie du? Kennst du mich überhaupt? Ich habe dich gerade eine Frage gestellt. Aber kennst du mich überhaupt? Hast du meine Frage verstanden? Aber wieso stellst du solche Fragen? Du kennst mich nicht. Ja, du hast die Frage nämlich nicht verstanden. Ja, wir haben schon, wir haben schon so oft zusammen telefoniert. Immer der. Ey, bleib mal locker, kleiner Betrüger. Wer ist der Betrüger? Du kennst mich gar nicht. Du bist der Betrüger, richtig. Wir haben schon so oft schon. Halt die Schnauze, du bist doch der Idiot. Das sagt genau der Richtige. Komm, red mal vernünftig, Chef. Ja, red du doch mal vernünftig. Versuch doch mal Deutsch zu reden. Geh doch mal als Beispiel voraus. Wir werfen damit. Lass mal über Kryptowährung reden, Kurs. Lass mal. Als wenn du Ahnung von. Als wenn du Ahnung von Krypto hast. Kannst du locker bleiben oder wirst du Probleme? Ich kenne deinen Namen, ich kenne alles von dir. Ja gut, wo prima. Glaubst du das selber? Ne? Natürlich, genauso kenne ich deinen Namen. Genauso echt ist mein Name. Und ich weiß, dass du schwul bist. Ja, und habe ich doch selber gesagt, kein Problem. Und nun? Was nützt dir das? Nichts nützt dir das. Ach, du bist okay, ein Homophober. Warte. Stotterst du? Warum stotterst du? Voila, du Missgeburt. Hey, ja, wo denn? Wo wohne ich denn? Bei deinem Mutterhaus. Ja, und wo wohnt meine Mutter? Bei mir zu Hause. Ja, bei dir, ja natürlich, klar. Wie heißt denn meine Mutter? Deine Mutter heißt Schnucki. Und du heißt Dummmann, Doofmann. Ja, genau, richtig. Schnucki und Doofmann. Ja, wir sind zusammen ein gutes Paar. Ja, natürlich. Nur das Problem ist, du kannst ja nicht ficken, weil meine Mutter hat gesagt, du hast so kleinen Schwanz, den du ja immer in die Esel reinsteckst. Ich werde dich anzeigen. Ja, natürlich. Natürlich. Bei wem willst du mich denn anzeigen? Bei wem denn? Ich werde Geld davon kriegen. Ja, von wem denn? Ja, mach das. Mach das. Deine Mutter. Ja, mach das. Sagen, wo zeigst du mich denn an? Bei wem denn? Bei deiner Mutter. Ja, natürlich. Ja, klar. Genau. Alter, merkst du eigentlich gar nicht, wie dumm bist? Jetzt. Wir reden ernst. Ach, als wenn du ernst reden könntest. Alter, mit dir? Nein, mit dir bin ich nicht nett. Ja, ich bin auch dein Vater, du musst nett sein. Ja, natürlich. Wie heißt du denn, Vater? Alter, wie kann ein Betrüger so dumm sein? Du bist Wladimirs Sohn, komm schon. Ach, ja, ja. Ja, ja, natürlich. Ich habe an diesem Tag zu viel Wodka getrunken. Voila! Hey, hey, hey! Deswegen bist du so bekloppt. Du bist nur am Saufen, gell? Ey, du Opfer. Bleib mal cool. Ey, du Opfer. Erklär auch, warum du so dumm bist. Bleib mal cool, du Schwul. Oh, er kann reimen. Der Eselficker mal wieder, der Schweineficker. Nein, nur deutsche Frau Ficker. Ja, wieder, nee, die deutsche Frauen sind ja von dir enttäuscht. Die sind ja von dir enttäuscht, weil du einen so kleinen Schwanz hast. Du kannst ja gar nicht ficken. Du hast einen so kleinen Schwanz, das hat meine Mutter mir erzählt, dass du einen so kleinen Schwanz hast. Walla, was deine Mutter dir. Kleiner, pass auf, ich erklär dir mal was. Die deutschen Frauen, die wollen nur echte Männer haben und keine Memmen. Nein, deine Mutter hat so was wie du.
Ja, das hat Mutter gesagt. Alright. Das hat Mutter gesagt. Der komische Türke oder Möchtegern Betrüger, der hat einen sehr kleinen Schwanz. Der hat seinen Schwanz abgenutzt, weil er ihn dauernd in Ziegen und Esel gesteckt hat. Er ist ein Esel- und Ziegenficker und Schweineficker. Deswegen hat er keinen Schwanz mehr. Und da war er raus. Und da war er raus. Ja. Betrüger-Auffangstation, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo. Grüßen Sie, wie geht es Ihnen, Herr Meier? Ja. Wie geht's Grüß Ihnen? dich, wie Gut? geht's? Ja, gut. Mein Name ist John Dawson und ich rufe Ihnen an, wegen Sie haben angemeldet über Online-Investitionen bei unserer Plattform. Ist das richtig? Genau. Okay, sehr gut. So, haben Sie schon eine Investition angefangen mit einem Finanzexperten oder mit einem Nein, nein. Unternehmen? Okay, sehr gut. So, jetzt, der Grund, warum ich rufe dir an, ist wegen, ich kann helfen, Sie einem Konto zu Hermano. aktivieren. Mein Name ist Hermano, ja? Dein Name ist Hermano, aber hier auf meinem System, ich sehe, es ist Steffen Meyer. Vielleicht habe ich die falschen Daten hier. Nein, nein. Okay, so, Sie heißen Hermano oder Steffen Meyer? Genau. Hermano, gib mir doch mal das Telefon. Ich glaube, der Anruf war für mich, oder? Ja, kein Problem. Ja, danke. Hallo? Okay. Wer ist da? Hallo? Hallo, Herr Hermano, wie geht's? Meier ist mein Name. So. Oh, Sie sind Maya und Hermano ist die dumme Na, nun konzentrier Kollege dich von doch Ihnen, mal. oder? Du erzähl doch erstmal, kleiner Sie dummer sind. Betrüger. Was willst du denn, kleiner dummer Betrüger? Nein, ich wollte mit Hermano reden, wegen ich Nee, weiß ja, du wolltest mit mir reden. ich Ich habe bin am sicher Telefon. Informationen, dass Ja, ich habe ich auch habe sicher sichere Informationen, Informationen, ich dass habe auch Hermano sicher Informationen, dass du ein dummer ist die Betrüger dumme bist. Genau. Das weiß Kollege ich von schon. dir, Das weiß ich Herr schon, dass du Steffen. ein dummer Betrüger bist. Die Okay. sichere Information habe ich schon, ja? Woher kennen Sie mich? Sie kennen meinen Namen nicht. Du. Wieso kennen Sie, dass ich bin eine Betrüger? Wie heiße Das ich? Wie heiße weiß ich ich, zu das hören? weiß ich, dass ihr Ja. Betrüger. Wie heiße ich? Sagen Sie mir das. Nein, ich weiß, dass du ein Sagen Sie Betrüger bist. Du mir musst das. nicht dauernd Sie müssen sagen, ich dazwischenreden. bin ein Wenn du Betrüger. etwas fragst, Sagen dann Sie musst du auf mir die Antwort meinen warten. Namen. Du möchtest Wie also heiße nicht ich? auf die Antwort Wie heiße warten? ich? Okay, Wie dann ist mein antworte ich gar Name? nicht erst, Wie weil du ist bist ja mein so dumm, Name, du kannst Herr ja noch nicht mal Meier? auf, du kannst ja nicht mal antworten. Weißt du, du fragst mich etwas und willst eine Antwort haben? Dann Oliver, warte doch haben einfach auf Sie die mir Antwort ab. gesagt, dass ich bin Möchtest eine du Betrüger? deine Antwort gar nicht hören? Du hast gefragt. Du hast gefragt, dann Sie warte müssen auch die mir Antwort ab. geben. Warte einfach auf die Antwort Oder ab. Da musst du Sie kannst müssen natürlich auch ab. gerne weiterreden. Das ist kein Problem. Dann kriegst du halt keine Antwort. Gar kein Thema. So, möchtest du jetzt Aber Sie vernünftig, sagen zu mir, dass Sie nein, kennen mich, aber Sie du wissen meinen möchtest also Namen nicht, nicht. ja, du Wieso möchtest kennen also Sie mich? keine Sagen Sie Antwort. zu mir, dass ich bin ein Betrüger. Sagen Sie Sie kennen zu mir, meinen sagen Namen. Sie zu mir. Ja, Hör mal, Steffen, danke schön, lern dass doch Sie erstmal ein bisschen von denen Deutsch, reden, wie weißt von einem Mann. du? Und ich Nee, sage, du, ich nee, sage, einem, mit einem ich Mann bin rede ein ich nicht. anderer Ich Mann und sage, rede mit einem dass Sie Eselficker, Steffen genau. Meyer, Ich rede einem mit einem Betrüger zu mir Eselficker. sagen. Nein, Ich ich sagte rede gerade Ihnen, mit einem dass ich es Eselficker, nicht. einem dummen Betrüger, richtig, genau. Mit Ich so einem sagte rede ich Ihnen, dass gerade. es nicht. Ich bin ein Mann, ich kann es nicht einem Du anderen bist. Mann, einem Betrüger zu mir sagen. Ja? Hey, du Sie bist. erkennen mich nicht, weil ich war deine Freundin. Sie wissen, was ich mache von Beruf. Ja, dann also, Sie können Sie sagen, dass ich bin ein Betrüger. Ja, Ich mache bin ich doch, nicht so dumm, sage Sie ich sind doch sein gerade. Kollege. So, sagen Sie es nicht, dass ich bin ein Betrüger. Doch, Wie ist sage ich mein doch. Name? Sagen Sie meinen Namen. Sagen Sie Das meinen Namen. interessiert mich ein Scheißdreck, du bist ein Wie habe ich Betrüger. mich selbst verstellt am Anfang? Das ist mir Dann relativ fragt der egal, Mann, weil fragt einen dein Name Kollegen. ist genauso echt wie mein Name. Guck mal, wie ist mein Guck Name? mal, Sagen Sie mir. mein Name ist genauso echt wie Aber dein wie heißt Name. wie? Doch, Okay, wie du ist dein Name? heißt doch in Wirklichkeit auch ganz anders. Wie heißt Ja, du? Wladimir oder wie heißt nee. du? Hä? Oder Alex. Mehmet? Mehmet? Alex. Nein, Alex bist du nicht. Mehmet. Das. Ah, Sie haben gefunden. Sie haben gefunden. Mehmet, Ihr Ja. Apparat. Genau. Merhaba, meine Mehmet Freundin. der Betrüger, Was genau. machst du? Was machst du? Ich Guck rede mal. mit Telefonier, ich Wie heißt telefoniere ich mit da? Betrügern. Ich telefoniere gerade mit einem Okay, wie Betrüger. heiße ich? Das, ja, hast du doch gerade Okay, gesagt, wie heiße ich? Mehmet oder Alex.
Ja, genau so. Mein Name ist genauso echt wie dein Name. Mein Name ist genauso echt wie dein Name. Genau, genau. Mein Name ist genauso echt wie dein Name. Du bist ein hirnloser Schweinetöter. Okay, okay, ich hab... Was ist los mit dem hirnloser Schweinetöter? Ich höre dir nicht weiter zu. Nein, ich höre dir nicht zu. Du redest ja sowieso nicht die Wahrheit. Du bist einfach ein Betrüger, ja? Deswegen rede ich einfach nur weiter. Die ganzen Zuhörer werden dich totlachen. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Wie heißt du denn, mein Vater? Hä? Wie heißt denn, mein Vater? Hä? Wie heißt denn, meine Mutter? Na los, sag doch mal. Ach, weißt du gar nicht? Och. Frag meine Vater. Der hirnlose Schweinetöter und Eselficker, der kommt nicht weiter, ne? Du, wir haben doch schon so oft telefoniert, kleiner dummer Betrüger. Genau. Wir haben schon so oft telefoniert, du kleiner dummer Betrüger. Warum sagen Sie so? Ja, wir haben schon so oft miteinander telefoniert. Doch, weiß ich. Nein, ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Genau. Welches Handwerk machst du denn? Ja, sag doch mal, welches Handwerk machst du denn? Welches denn? Guck mal. Oh, kennst du gar nicht, ne? Du weißt gar nicht, dass... Ach ja, bla bla bla. Bla bla bla, bla bla bla. Leier, leier, sag mal. Ist mir völlig egal. Du bist ein völlig idiotischer Betrüger. Du kannst gerne weiterreden, das ist kein Problem. Jungs, könnte ich mal mit ihm unterhalten? Der ist ein bisschen langweilig. Schau, Mann, wieso kann man nicht die Arbeit machen? Wegen Sie wissen es nicht, wieso. Wegen Sie wissen, lern doch erstmal ein bisschen Deutsch, kleiner dummer Betrüger. Lern doch mal ein bisschen Deutsch. Sie sind neu auf diesem Arbeit. Sag mal, du verstehst gar nichts. Am besten. Na Leute, redet doch mal ein bisschen. Unterhaltet ihr euch doch mal ein bisschen mit dem Idioten da. Los, unterhaltet ihr euch mal ein bisschen mit dem. Hallo, Schnuffelhase. Schnuffelhase. Hallo, Häschen. Häschen, Schnuffel. Haben Sie die Kollegen genommen? Schnuffel. Bleib mal leise, Schnuffel. Bleib mal leise, Schnuffel. Was willst du erzählen? Nichts mehr. Jo, moin. Hallo, schönen guten Tag bitte. Spreche ich mit Martinius Westberg, sind Sie? Jo, das ist richtig, ne? Das ist sehr, sehr gut. Schönen guten Tag bitte. Mein Name, Vorname ist Sophie Jones und ich rufe hier Westberg von der Krypto-Ermittlungsauszahlungsabteilung. Westberg, wissen Sie bitte, alle Informationen von Ihnen steht in unserem System. Sie haben ein... Sie kann nicht telefonieren. Ja, bitte? Hallo? Hallo. Ja, schönen guten Tag. Peter Linde hier. Und sind Sie Herr Zugschmidt-Meyer? Wer ist da bitte? Also, Peter Linde ist hier. Linde? Lindle, ja. Ja? Und ich möchte Herrn Zugschmidt-Meyer sprechen. Ja, das bin ich. Das sind Sie, ja. Da haben Sie die Registrierung bei uns durchgeführt. Ja. In unserem Projekt. Das kann durchaus sein. Ich weiß ja nicht, welches Ihr Projekt ist. Naja, und da haben Sie Immediate-Projekt angeschaut, ja? Ja, wie gesagt, wie heißt Ihr Projekt? Also habe ich schon Ihnen gesagt, Immediate 1. Immediate 1? Sagt mir gar nichts, ja. Irgendwie. Immediate 1? Ja, haben Sie eine Webseite? Ja, haben wir. Doch, bestimmt. Da waren Sie doch schon. Da die Registrierung durchgeführt hätten. Immediate 1 sagt mir nichts. Ja, und wo... Naja, Sie haben doch bei diesem Projekt die Registrierung durchgeführt. Deswegen frage ich ja, welches Namen? Das... Naja, das heißt auch, die Seite heißt Immediate 1. Nee. Wo Sie waren, wo Sie haben. Nee. Ist nicht so. Naja, dann kann ich weiter nicht sehen, wenn Sie... Ja, sagen Sie doch mal Ihre Webseite. Ich habe doch gesagt, Immediate 1. Gut, Webseite. Bei diesem Projekt haben Sie sich... Also, Webseite, www. Ja. Weiter?
Ja. Hallo? Ja. Ich war jetzt gerade mit Herr George. Bitte was? Wie ist dein Name, bitte? Wieso duzen wir uns? Kennen wir uns? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Larissa Bam. Bam? Ja. Okay. Und wen wollten Sie sprechen? Ich melde mich wegen einer Anmeldung, dass Sie beim Online-Handel gemacht haben. Mhm. Ist das richtig? Das weiß ich ja nicht, weswegen Sie sich melden. Woher soll ich das wissen? Weil Sie haben die Interesse gezeigt über Investitionen. Ja gut, das mag durchaus sein, aber woher soll ich wissen, ob Sie deswegen anrufen? Das müssen Sie doch wissen. Warum fragen Sie mich das denn? Ich wollte Ihnen gerade fragen, was ist passiert mit dieser Anmeldung, dass Sie gemacht haben? Wen wollten Sie denn überhaupt sprechen? Hier wohnen mehrere Leute. Mit wem wollten Sie sprechen? Ich habe gesagt, bitte. Ja, ich habe gefragt, mit wem Sie sprechen wollen. Hier wohnen mehrere Leute. Wie viel haben Sie investiert? Ich möchte gerne wissen, mit wem Sie sprechen wollen. Warum? Ja, weil hier mehrere Leute wohnen. Sind Sie geistig so schlecht bestellt, dass Sie gar nicht verstehen, was ich sage? Was ist passiert mit dieser Anmeldung? Und ich möchte wissen, mit wem Sie reden wollen. Hier wohnen mehrere Leute. Sind Sie geistig nicht in der Lage zu verstehen, dass hier mehrere Menschen wohnen? Ja, und? Ja, genau. Mit wem wollen Sie denn sprechen? Mit Larissa. Sie sind doch Larissa. Mit wem Sie sprechen wollen? Sie verstehen gar kein Deutsch. Ja, ich verstehe Deutsch, aber nee. Du verstehst nicht. Nee, ich verstehe, ich spreche Deutsch im Gegensatz zu dir. Mit wem willst du sprechen? Ich bin eine Finanzberaterin vom Bankinstitut. Du verstehst kein Wort von dem, was ich sage. Ich habe gefragt, mit wem du sprechen möchtest. Hello? Hallo? It is a test call from a telephone company to check the quality of connection. Wer ist da bitte? Do you see my phone number? Wer ist da bitte? And what number do you see? Wer ist da bitte? Hallo, wer ist da? That's all? Bitte was? Okay, thank you very much for your help. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Was wollen Sie? Hallo. Hallo. Sie haben ein Piepen in der Leitung. Ist das Ihr Vogel, der da piept? Wer piept denn da? Haben Sie einen Vogel? Hallo? Hallo, guten Tag. Ich spreche mit Herrn Rutenmüller. Rutenmüller, ja, ist richtig. Ja, Herr Rutenmüller, wissen Sie, ich melde mich von Starkos. Sie haben sich gerade bei uns angemeldet, ja? Das ist richtig, ja. Okay, wie sind Sie bei uns gelandet, wenn ich fragen darf? Ich habe im Internet ein bisschen hin und her gesurft und da ist plötzlich diese Seite aufgegangen und da habe ich mich dann angemeldet. Hm. Ah, okay. Ich dachte, ob Sie eine Empfehlung von Freunden oder Einladung bekommen haben. Gut, die Anmeldung ist erfolgreich. Sie sind jetzt bei uns angemeldet. Um das Konto zu aktivieren, brauchen Sie noch die Startkapital. Die Summe können Sie einzahlen mit Visa, Mastercard oder mit PayPal. Welches davon besitzen Sie? Ich besitze mehreres, aber erstmal würde ich gerne ein paar Informationen haben, bevor Sie gleich aufs Geld gehen. Genau, Sie können mich gerne fragen, wenn Sie Fragen haben. Dann stellen Sie Ihre Firma doch mal bitte vor.
Also unsere Firma ist ein Handelsplattform. Also wir arbeiten mit diesem Handelsplattform. Wir sind schon über 6 Jahre auf dem Markt. Und bei uns kann man mit verschiedenen Art und Weise handeln, entweder mit automatischer Handelssoftware oder manuell, wenn man Erfahrung hat. Und wir anbieten über 1000 Handelsprodukte, womit man Handel bei uns kann. Ja. Haben Sie Erfahrung oder ist das jetzt komplett neu für Sie? Ich habe ein klein wenig angelesene Erfahrung. Okay, gut. Also haben Sie nicht gehandelt? Nee. Okay. Also bei uns ist das immer so, neue Einsteiger bekommt immer expertische Unterstützung. Also Sie sind nicht allein. Ja, und unser Interesse ist auch nicht, dass Sie nur Geld einzahlen und denken, was Sie jetzt dann weiter mit Ihrem Geld machen, wenn Sie keine Erfahrungen haben, sondern dass Sie richtig investieren mit richtigem Produkt und natürlich profitieren, weil wenn die Kunden profitieren, profitieren wir natürlich auch und das ist unser gemeinsames Interesse. Also jeder neue Kunde bei uns bekommt expertische Hilfe. Das bedeutet, wenn Sie ein aktives Konto haben, bekommen Sie Überblick, welche Produkte es gibt, wie viel Sie dadurch verdienen können. Und, ja, das möchte ich doch schon vorher wissen, welche Produkte es genau gibt. Vorher geht das leider nicht. Unsere Experten, die sind sehr beschäftigt und sie arbeiten nur die Kunden, die ein aktives Handelskonto haben. Ja gut, aber ich werde doch nicht erst ein Handelskonto aktivieren, bevor ich weiß, was ich bei Ihnen verdienen kann und mit welchen Produkten ich bei Ihnen handeln kann. Vielleicht wenn Sie mir gar nicht sagen, mit was ich bei Ihnen handeln kann, dann sind Sie vielleicht gar nicht die... Warum unterbrechen Sie mich eigentlich? Warum unterbrechen Sie mich eigentlich? Weil ich sage Ihnen, womit Sie handeln können. Ja, Sie haben mich gerade unterbrochen. Ist das bei Ihnen so Usus, dass man den Kunden unterbricht? Ist das normal so bei Ihrer Firma? Nein, das ist nicht normal. Gut, das ist sehr schön. Ich wollte nur sagen, was es gibt. Also Sie können handeln mit Aktien, mit Kryptos, mit Rohstoffen. Also es ist nicht so, dass die Kunden nicht wissen, womit man handeln kann. Also, aber ich kann nicht genau sagen, nichts sagen, weil das nicht meine Kompetenz ist, wie viel Sie mit Ihrer einbezahlten Summe verdienen. Weil es gibt Kunden, die investieren 250 Euro oder gibt es Kunden, die investieren 250.000 Euro. Und natürlich, das ist unterschiedlich, wie viel man dadurch verdient. Na gut, aber der Prozentsatz sollte doch gleich sein. Nicht nein, die Summe, aber der Prozent. Das ist auch nicht dieselbe. Nein, das Prozent ist auch nicht dieselbe. Die Kunden, die mit 250 verdienen, das ist viel weniger als die Kunden, die mit 1000 verdienen. Warum ist der Prozentsatz unterschiedlich abhängig von der Höhe des investierten Geldes? Der Prozentsatz, Ihre Qualität Ihrer Plattform ist also abhängig davon, wie viel Geld man investiert. Ist das, verstehe ich das richtig? Ja, das ist doch so. Ja, natürlich, das ist ja so. Je mehr man investiert, natürlich mehr verdient dadurch. Ja, aber der Prozentsatz sollte doch gleich sein. Der Prozentsatz der Gewinne sollte gleich sein. Nein, das ist leider nicht dieselbe. Ah ja, okay, gut. Also Sie können gar nicht sagen, wie viel ich bei Ihrer Plattform verdienen kann. Nein, ich weiß auch nicht, mit welchen Produkten Sie weiterhandeln möchten. Das kann ich Ihnen gerne sagen. Ich würde gerne. Ich kann das trotzdem nicht sagen. Warum unterbrechen Sie mich eigentlich schon wieder? Warum unterbrechen Sie mich eigentlich schon wieder? Warum schreien Sie? Ich schreie nicht. Soll ich schreien? Das war geschrien. Das war geschrien. Ja, Sie schreien, Sie sind nein, ich rede. Ich denke, Sie sollen selber wissen, was Sie machen möchten. Vielleicht machen Sie mal Pause und hören mir zu. Ach, Sie nennen mich Idiot. Aha, ja. Hallo? Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Ole Larsen am Apparat. Sie haben angerufen, ja? Sie haben mich angerufen. Wo habe ich Sie angerufen? Per WhatsApp. Ich habe gar kein WhatsApp, ich habe Sie nicht angerufen. Okay, Entschuldigung. Ja? Entschuldigung. Wie wollen Sie denn sprechen überhaupt? Na, es ist automatischer Online-Handel. Ja, wen Sie sprechen wollen, habe ich gefragt. Weiß ich nicht. Sie wissen nicht, wen Sie sprechen wollen? Sie rufen an und wissen Sie gar nicht, mit wem Sie sprechen wollen?
Ah, okay. Entschuldigung. Ja, mit wem wollen Sie denn sprechen, bitte? Hallo? Hallo? Ja? Hallo, schönen guten Tag. Sie haben versucht, mich gerade zurückzurufen. Ich habe Sie angerufen? Nee. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Dr. Tobias Goldmann. Nee, ich habe Sie nicht angerufen. Oh, okay, weil hier steht drauf, verpasster Anruf. Es geht diesbezüglich auch einmal nur darum, dass Sie bei Amadeus Markets einmal Ihr Geld investiert hatten, letztes Jahr. Wo hatte ich bitte Geld investiert? Bei der Handelsplattform Amadeus Markets. Wäre mir neu. Wie kommen Sie zu der Information? Da haben wir Daten, dass Sie letztes Jahr auch automatisiertes Trading in eine Plattform investiert haben. Und da haben Sie versucht... Und wer sind Sie jetzt bitte? Genau, wie schon gesagt, mein Name ist Dr. Tobias Goldmann und ich rufe von der BSDX Bank einmal aus Stuttgart einmal aus an. Es geht ja nur diesbezüglich darum, dass Sie letztes Jahr bzw. 250 Euro bei einer schwarzen Liste Firmen investiert haben, Ihr Geld. Und da wollte ich natürlich mal nachfragen, was denn da genau, ganz genau vorgefallen ist. Ja, dann wäre, von welcher Bank sind Sie? Von der BSDX Bank aus Stuttgart. Haben Sie eine Webseite mit Ihrer Bank? Wir haben auch eine Webseite, ja. Ja, können Sie es mal buchstabieren, Ihre Webseite? Babyball? Ja. Bertha? Ja, also Bertha schreiben viele mit P, keine Ahnung wieso. Danach S wie Susi. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. Und danach ein X, BSDX Bank. Ja, Webseite heißt ja immer .de. Genau, natürlich, .de. Wir leben ja in Deutschland, mein Bester. Ja, deswegen frage ich ja nach. Genau. Ja, gut, dann gucken wir mal, ob die Seite aufgeht. Ja, weil ich habe gerade gesehen, Sie haben mich gerade zurückgerufen. Haben Sie nicht? Nein, habe ich nicht. Das ist seltsam. Okay. Ja, es ist seltsam. Und Sie haben auch letztes Jahr kein Geld investiert in Höhe von 250 Euro? Ich wüsste nicht, dass Sie das etwas angehen würde. Ich kenne Sie ja gar nicht. Also stimmt das nicht, ja? Ich sagte gerade, ich wüsste nicht, dass Sie das etwas angeht. So. Ah, natürlich, weil Sie haben ja... Ich kenne Sie doch gar nicht. Natürlich, verständlich. Ja, genau, aber ich kenne Sie nicht, richtig. Sie haben ja letztes Jahr Ihr Geld in eine schwarze Firma investiert. Deshalb rufe ich Sie dementsprechend auch an und da haben Sie mich plötzlich zurückgerufen. Und deshalb rufe ich Sie einmal an. Ich habe Sie nicht angerufen. Okay, das ist seltsam. Ja, seltsam. Okay. So, und Sie haben auch dementsprechend auch nicht 250 Euro investiert. Das ja? würde ich Ihnen ja selbst, das könnte ich Ihnen vielleicht sagen, wenn Sie sich mir gegenüber verifiziert haben. Das sind private Dinge. Sie sagen, Sie sind einer von einer Bank? BSDX Bank. Okay, Sie sind eine Bank. Okay, als Bank ist man ja dann bei der BaFin reguliert. Können Sie mir dann mal Ihre... darf ich bitte mal ausreden? Können Sie mir dann mal bitte Ihre BaFin-Regulierungs-ID nennen? Natürlich, die lautet einmal F. Nein, BaFin-Regulierungs-ID sind nur Zahlen. Genau, die fängt mit unserer ID an. Ja, genau. Nein, genau. Die fängt... Laut nein, Paragraph 9, nein das 2, ist Blödsinn. Die Regierung... Okay. Nein, das ist Blödsinn. ID besteht nur aus Zahlen und nicht aus Buchstaben. Ach, ist er schon raus. Na gut. Die BSDEX ist ein Teil der Stuttgarter Börse, genau gesagt der Digital Exchange der Börse Stuttgart, also die Tauschbörse für Kryptowährungen der Börse Stuttgart. Der Anrufer war natürlich nicht von dieser Firma, denn es wurde keine Stuttgarter Nummer angezeigt.
Auch hatte ich ihn nie angerufen. Das scheint also die neue Masche der Betrüger zu sein. Willkürlich Nummern anzurufen, die man gekauft hat, um die Opfer mit einem Doktortitel zu beeindrucken und neugierig zu machen. Das hat bei mir nicht geklappt, wie auch bei allen Anrufen dieser August-Schnipsel, die jetzt hiermit enden. Die nächsten Schnipsel gibt's im September, mein nächstes Video kommt allerdings viel früher. Bis dahin bleibt aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Wer nicht so lange warten will, der kann sich ältere Videos auf meiner Playlist ansehen. Die Playlist seht ihr am Ende des Videos. Macht's gut, bis bald. Tschüss, euer Callcenter-Crasher.